Ein gequältes Lächeln, ein kurzer Gruß in die Menge und dann schnell weg. Wolfgang Niersbach auf dem roten Teppich bei der Eröffnungsgala des Deutschen Fußballmuseums. Unmittelbar vor der Feier veröffentlichte der Spiegel die Vorwürfe von Theo Zwanziger. Es gäbe sehr wohl eine schwarze Kasse im Rahmen der Bewerbung für die WM 2006. Den drängenden Journalisten wich Niersbach aus. Es gab nur ein allgemeines persönliches Statement. Die emotionale Seite ist nur die eine. Die rationale Seite verlangt, und das haben wir heute in unserer Präsidiumssitzung noch einmal klar gemacht, dass wir die Dinge, die dort jetzt im Raum stehen, mit einigen Fragezeichen, dass wir die mit aller Entschlossenheit aufklären werden. Das sind wir unserem Land schuldig, dem deutschen Fußball schuldig, und das sind wir uns selber schuldig. Und ich verspreche Ihnen, dass wir das im Team mit allen Gremien des DFB und mit externer Hilfe in Angriff nehmen werden. Auf die einzelnen Vorwürfe Zwanzigers ging Niersbach nicht ein. Auch nicht darauf, dass dieser ihn der Lüge bezichtigt. Das DFB-Präsidium hatte Niersbach wenige Stunden vorher das volle Vertrauen ausgesprochen. Aber die Aussagen von Zwanziger im Spiegel waren das Thema der Gala. Ich habe jetzt irgendwie kein Verständnis für das, was alles jetzt so passiert, weil meines Wissens war ja auch Dr. Zwanziger im OK, war Vizepräsident, war auch einige Jahre Präsident beim DFB. Und wenn ich das jetzt so heute lese, dann frage ich mich ganz ernsthaft, warum sind diese Dinge nicht ein bisschen früher auch zur Sprache gekommen und hat man das aufgeklärt? Wir haben, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass wir das sehr entschlossen machen, dass wir vollkommene Aufklärung haben wollen. Das ist ganz wichtig, dass keine Fragezeichen mehr bleiben, dass wir Klarheit haben. Mich wundert es natürlich schon ein bisschen, dass Herr Zwanziger das in seiner Amtszeit nicht gemacht hat. Da scheint er doch auch noch andere Interessen zu verfolgen. Aber für uns ist jetzt wichtig, dass wir dieses Thema vor den Füßen haben, es wirklich konsequent angehen mit unserem Präsidenten Wolfgang Niersbach und sich hoffentlich bald auch die entsprechenden Berichte haben. Bierhoff vermutet offenbar auch einen persönlichen Feldzug des Ex-DFB-Präsidenten gegen den amtierenden Präsidenten. Dass beide alles andere als Freunde sind, ist allgemein bekannt. Konkret ging keiner auf die Äußerung Zwanzigers ein. Allerdings ist die Empörung enorm groß. Ich muss schon wirklich an mir festhalten, wenn ich überlege, dass die Vorwürfe, die er jetzt heute erhebt, er sicherlich in seiner Amtszeit erstens schon hätte angehen können. Ich frage mich, warum er das nicht getan hat. Die Frage ist, glaube ich, erlaubt. Und fürs Haus des DFB kann ich hinzurufen, und das gilt für alle Mitarbeiter, wir hatten unter 20er sowas wie eine Angst- und Vertrauenskrise im DFB. Das war keine Mitarbeiterkultur, das war eine Angstkultur. Die haben wir überwunden, auch dank Wolfgang Niersbach. Und von daher steht auch das Haus, ich natürlich sowieso, auch geschlossen hinter Wolfgang Niersbach.